Yo, Leute, herzlich willkommen zu meinem Video, was ich eigentlich schon lange vorhatte und schon gedreht hatte, aber ich es jetzt nochmal neu machen muss, dabei neue Spiele natürlich dazugekommen sind. Und ja, es geht, wie ihr schon seht, um meine kleine Spielesammlung, die ich hier habe. Jetzt habt ihr gerade mein Handy gehört, glaube ich. Okay, weiter geht's. Und ja, sorry, dass momentan wenig Videos kommen. Ich habe da echt was vor, aber irgendwie weiß ich noch nicht, wie ich das machen muss. Das muss mit Bedacht gemacht sein. Ich glaube nicht, dass ich das hinrotzen werde. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich werde es einfach irgendwie random machen. Das wird schon werden. Aber kommen wir mal zu meiner Spielesammlung. Ich werde mal kurz die Kiste hier vorbereiten, wo ich das ganze Zeug reinschmeißen werde. So. Und ja, los geht's. Und zwar stellen wir jetzt mal auf Makro ein. Haben wir hier Fear One. Ja, das ist ein geiles Horrorspiel. Richtig gut gemacht, finde ich. Also meiner Meinung nach richtig gut. Geschmäcker sind verschieden. Muss jeder selbst wissen. Ist auf jeden Fall geil. Besser als der dritte Teil. So, dann Battlefield 1942. Ja, EA hat's kostenlos gemacht. Damit ist es Cheater verseucht. Danke, Electronic Arts, für dieses Spiel, dass ihr es so versaut habt. Anders kennen wir es nicht von euch. Ja, das macht mich so sauer, Leute. Ja, das ist so ein geiles Spiel gewesen. Naja, Battlefield Vietnam. Ja, das, was ich schon sage, Vietnamkrieg. Richtig geiles Spiel, kann ich nur empfehlen. Macht immer noch Spaß. Grafisch halt nicht mehr so toll. Aber eins, jo, der Battlefields, die mir immer noch am meisten Spaß machen. So, dann kommen wir zu einem neuen Call of Duty Black Ops 2 in der Steelbook Edition. Und ja, da gab es ja natürlich auch schon ziemlich große Trouble, die haben wir uns ja die Map Nuketown 2025 weggenommen haben. Aber jetzt ist sie wieder drinne, nachdem Activision oder wie sie heißen, eine Menge Stress bekommen haben. Na gut, dann kommen wir zu Forza. Forza 4, der Limited Collectors Edition, mit einem Steelbook und einem Artbook, was ich ultra awesome finde. Und da hat sich das Geld irgendwie gelohnt. Dann kommen wir zu Forza Horizon, der Limited Sammler Edition, also auch Collectors Edition genannt. Und wir sehen hier ein Steelbook ohne irgendein Artbook, ohne irgendwas, ziemlich arm. Und bis jetzt ist der Multiplayer auch noch ziemlich verbuggt, macht daher keinen Spaß. Aber Let's Plays kommen demnächst wieder. Ja, dann kommt was für die Fitness. Yo, Your Shape Fitness Award 2012 für Kinect. Ja, geiles Ding, funktioniert super awesome, wenn ich es mal funktionieren würde. Wenn ich es mal benutzen würde. Medal of Honor Warfighter. Ach ja. Ich hab gewusst, dass es nur scheiße wird, aber dass es so scheiße wird, ach, Electronic Arts. Lasst euren Scheißentwicklern Zeit. Wir wissen, dass Danger Close oder DICE viel geilere Sachen machen können. Anno 2070. Ja, ein hammergeiler Strategie. Ja. Wie sagt man dazu? Ist es Strategie? Ja, Strategie, ja. Hammergeiles Spiel. Die ganzen Anno-Leute waren der Meinung, dass es nichts wird. Ich finde, es hat mich mehr reingezogen als 1404 und der Multiplayer ist auch awesome. Ja, ich habe mit meinen Leuten schon öfters mehr als 20 Stunden in einer Session oder so verbraucht. Naja, und es ist immer wieder was Neues, egal wie man spielt. Es ist geil. So, dann kommen wir hier mal zu Rainbow Six Lockdown. Ja, ein etwas älteres Rainbow Six, aber auch hammergeil. Ich mag ja so Taktik-Shooter. Nicht so alleine reinrushen und so, sondern schön im Team spielen, taktisch spielen. Und ja, da ist Rainbow Six einfach die bessere Wahl. So, dann kommen wir mal hierzu. StarCraft 2. Ja, ich habe es mir gekauft für 40 Euro und habe es bis jetzt nur zwei Runden gespielt. Mann, bin ich gut, ne? Keine Lust bis jetzt gehabt. Vielleicht kommt da irgendwann mal was. Diablo 3. Och ja, wie lange wir drauf gewartet haben. Und für uns ganzen Diablo-Fans ein bloßer Reinfall. Und warum? Ja, es ist einfach zu leicht. Es ist anders als Diablo 2. Es ist viel leichter, viel auf die Anfänger drauf abgestimmt. Und meiner Meinung nach war es das Geld nicht wert. Ich hab's bisschen gespielt, aber danach habe ich es weggepackt. Ach ja, Betafield Premium.
Warum habe ich mir diese Scheiße eigentlich gekauft? Ich weiß es nicht. Vielleicht wird das nächste Map Pack besser. Hier, wie heißt das? Aftermatch? Ja, Aftermath oder so. Vielleicht wird das ja was. Keine Ahnung. Bis jetzt macht mir das Spiel keinen Spaß. Zu viel Scheiße. Medal of Honor Pacific Assault. Ja, ein etwas älteres Medal of Honor. Und mal gucken, von welchem Entwickler ist das? Von. Steht da nicht. Okay. Ja, auf jeden Fall ein geiles Spiel. Müsste ich auch mal wieder zocken. Wenn ihr Bock habt, schreibt es in die Kommentare. Und ich probiere es mal zu Let's Playen. Kommen wir gleich mal zum nächsten Spiel. Ein Xbox-Titel wieder. Kinect Adventures. Wartet mal, ich mache das mal so jetzt hier. So. Ja, Kinect Adventures. Ein gutes Partyspiel, aber naja, ein Partyspiel halt, ne? So. Battlefield 3 Limited Edition. Was kann ich dazu nur sagen? Ja, die ganzen Patches, die ganzen Bobbys, die nicht zocken können und heulen, dass die Waffen zu stark sind, haben das Spiel versaut. Danke an alle, die rumheulen, dass die Waffen zu stark sind. Danke, dass ihr dieses Spiel unspielbar macht. Danke. Battlefield 2142, ja, ein Zukunfts-Battlefield, was richtig geil war. Da war der Titan-Modus intern. Und der Titan-Modus hatte es in sich. Ihr musstet ein großes Schlachtschiff, was man da so sieht, übernehmen, indem ihr die ganzen Bases einnimmt, die Schutzschilder runterkloppt und das Ding vom Himmel holt. Hammergeiler Spielmodus, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Macht immer noch sehr viel Spaß, kann ich nur empfehlen. Kostet auch nur noch ein 20 oder sowas im Mediamarkt. Macht auf jeden Fall meiner Meinung nach viel mehr Spaß als wie Battlefield 3. So, kommen wir mal zum nächsten Forza-Titel, Forza Motorsport 3. Richtig schönes Spiel, da haben mir noch die Huts gefallen. Im Forza 4 haben die denn schon ganz schön abgelassen. Auch ein schönes Spiel, aber für die Leute, die aktueller sein wollen, Forza 4 könnt ihr euch auf jeden Fall holen, wenn ihr eine Xbox besitzt. Könnt auch ruhig mal eine Runde mit mir cruisen, wenn ich das Teil mal wieder aufgebaut habe. So, dann kommen wir mal zu diesem Stapel hier. Arma Combined Operations. Ja, leider nur diese Plastikhülle. Markus, ein Kumpel von mir, hat eine bessere. Da ist eine ganze Map von Chernarus dabei. Für Arma 2 Daisy. Geiles Spiel habe ich mir jetzt überlegt, mal wieder ein paar Videos hochzuladen. Ob ihr Bock drauf habt, schreibt es in die Kommentare und ja, dann mache ich sowas gerne mal, wenn ich sowieso sowas zocke. Blam. Battlefield 1942, ja, das hatten wir gerade. Ich musste es mir leider zweimal kaufen, weil der andere Key irgendwie komischerweise gehackt worden ist. Naja, egal, scheiß drauf, ich hab's zweimal. Dazu habe ich mir gleich die World War II Anthology geholt, wo alle Addons dabei sind. Auf jeden Fall sehr geil, die großen Battlefield-Maps. Und man konnte sogar eine AC-130 selber fliegen. Geiles Teil, hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Danke, EA Cheater. Crysis 1, yeah, die Maximum Edition. Was ist da alles drin? Warhead, Crysis und Crysis Wars, der Multiplayer. Shooter hat auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ob ich es empfehlen kann, wenn ihr euren PC auslasten wollt. Ich finde, es ist immer noch das geilste Spiel, was Grafik angeht. Es gibt natürlich bestimmt irgendwo schönere Spiele. Na, wahrscheinlich, ja. Aber Crysis 1 ist auf dem Stand von 2005. Oder ist es 2005? Ich glaube, dass es 2006 oder sowas war. Ein hammergeiles Spiel, richtig gut gemacht. Und bis jetzt immer noch echt ein grafikgeiles Spiel. Also ohne Witz, hammergut gemacht. So, dann kommen wir mal langsam zur zweiten, die Crysis 2 Nano Edition. Ja, die habe ich mir wahrscheinlich umsonst gekauft. Crysis 2 einmal durchgespielt, Multiplayer gespielt. Am Anfang war er schon ziemlich verseucht von Cheatern. Und ja, bis jetzt wurde auch noch nichts gemacht. Ich gehe in der Cheat Lobby rein und alles nur Cheater. Danke EA, dass ihr, oder Punkbuster, dass ihr euch drum so super kümmert. Ja, dann kommen wir hier zu den eins der geilsten Spielereien, Half-Life 2, wo auch ein Let's Play verfügbar ist. Was ich jetzt auch demnächst mal weitermachen muss. Und ja, geiles Spiel. Cool. Und für die Leute, die es nicht wissen, Electronic Arts hat da mitgearbeitet. Sie können, wenn sie wollen. Call of Duty Modern Warfare 2, der Untergang der Modern Warfare Geschichte. Warum?
Ja, die ganzen Akimbo-Spastis, die ganzen Quickscoper-Opfer und sind alle dazugekommen. Ach, danke Activision, dass ihr diesen schönen Bug drin gelassen habt und jetzt zu einem Spielen-Feature gemacht habt. Wow, super, danke, hättet da sparen können. So, jetzt kommen wir zu einem indizierten Spiel, Alien vs. Predator. Ja, ich fand es jetzt nicht so schockisch wie Alien vs. Predator 2. Und zwar war das hier eher so, ja, lauhaft, ja. Aber das erklärt sich auch, wenn man selber spielt. Es ist halt einfach nicht mehr so gruselig. Ja, es ist einfach, ja, langweilig, sagt man es mal dazu. Es ist gut gemacht, aber es hat sich nicht lange gebracht. Da kommen wir zum wahren Spiel Diablo 2. Ja, eins. Also, es ist das einfach das geilste Diablo mit Lord of Destruction. Dazu kommen wir später. Das habe ich auch noch rumzuliegen. Hammergeiles Spiel. Kann ich nur empfehlen. Macht immer noch Hammerlaune und es ist schwer wie Sau und es ist geil. Es ist einfach nur geil. Ja. Ach ja. Das waren noch schöne Zeiten. Wo man früher die Mäuse misshandelt hat. So, da kommen wir zu Half-Life Episode 1. Ja, davon gibt es auch eine Packung und da steht's drauf. Seht ihr es? EA, Electronic Arts. Ja, ey. Ja, was daraus geworden ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall, geiles Spiel. Episode 2 auch. Dazu habe ich ja leider keine Packung. Das ist auf meinem Steam-Account. So, meine Kiste mit meinen Spielen ist langsam voll. Naja, gucken wir mal hier. Hier steht auch wieder Electronic Arts drauf, die Half-Life 1 Anthology. Leider auf einem anderen Steam-Account, aber okay. Auch hammergut. Half-Life 1 war auch richtig gut. Ich kann mich leider nicht mehr so richtig an die Story erinnern, aber es war gut. Das weiß ich definitiv noch. So, Call of Duty Black Ops 1. Ja, ich hab's nie gerne gespielt. Ich habe mir Map Packs gekauft und irgendwie ist es nicht so mein Spiel. Es hat sich komisch gespielt. Black Ops 2 hat da einiges besser gemacht, auf jeden Fall. Meiner Meinung nach ein schlechtes Call of Duty. Naja. So. Portal 1. Gutes Spiel, auf jeden Fall. War auf jeden Fall gut. War mal wieder was Neues. Ja. Ist auf jeden Fall geil. Kann man mal empfehlen. So, dann kommen wir mal hier zu. Da packe ich mal lieber gleich zwei hin. So. Einmal Grand Theft Auto 4 und die Episoden. Geile Spiele, leider kaputt gepatcht. Also was heißt, es wurde sich nicht drum gekümmert. Performance ist einfach schwach. Und im Multiplayer muss man cheaten zum Überleben, sonst schafft man es nicht. An sich gute Spiele, gute Story, macht auf jeden Fall Spaß und das Add-on lohnt sich auf jeden Fall. Geiler Heli dazu und man kann Leute immer ärgern. Müsste ich auch mal wieder installieren. Gut. Dirt 2. Gutes Spiel, auf jeden Fall grafisch übelst geil. Da war wenigstens noch was mit DirectX 11 und Partikeleffekte und so. Heutzutage sieht man ja in Battlefield 3 DirectX 11, sieht trotzdem scheiße aus für die Verhältnisse, was alles aus DirectX 11 eigentlich rauszuholen ist. Naja, okay, so wie man sehen, grafisch ist das Ding geil und fahren lässt sich das auch wunderschön. Call of Duty Modern Warfare 3. Ich habe mir eigentlich schon nach Black Ops, habe ich mir schon abgewöhnt, eigentlich Call of Duty zu kaufen. Ich habe es probiert mit MW3 und habe gesagt, ich probiere es. Ja, Cheater verseucht bis zum Umfallen. Naja, aber okay. In Black Ops 2 laufen wir jetzt auch schön Cheater rum. Aber an die ganzen Call of Duty Hater. In Battlefield gibt's auch genug Cheater, ja? Nur was habt mal wisst. Macht die Augen auf. So. Battlefield Bad Company 2. Hammergeiles Battlefield. Das ist das letzte Battlefield, was bei mir wirklich noch gespielt wird. Also ordentlich gespielt wird, was auch richtig Spaß macht, wo ich keine Flüche bekomme. Da, wo die Sniper-Schüsse auch instant ankommen, wo man sie nicht hinterher gucken kann. Oder wo ein Sniper ein Ghillie-Suit anhat. Sowas, was er normalerweise hat und nicht so wie in Battlefield 3. Eins kann ich nur empfehlen. Maps sind gut, Sounds sind gut. Es ist hammergut gemacht und das Add-on, was wir hier gleich sehen, also was wir jetzt sehen, das hole ich mal jetzt vor. Battlefield Vietnam ist ein Add-on, was sich auf jeden Fall lohnt zu kaufen. Es ist super gut gemacht und Bad Company 2 ist klar. Jetzt ist mein Wohnungsvertrag runtergefallen, super. Ein Kaufgrund auf jeden Fall.
Halo habe ich nur für den PC. Ich habe früher mal für Xbox gespielt beim Mediamarkt. Oh ja, das waren noch Zeiten. Das war noch geil, wo man sich an. Das war noch ein Spiel, da hat man sich an Missionen, die konnte man sich merken. Ich weiß nicht, wie das neue Halo ist. Das muss ich noch antesten. Dafür habe ich aber momentan leider kein Geld. Und ich werde einfach mal gucken, was Halo 4 so bietet. Von den ganzen anderen Halo-Teilen wie ODST oder den anderen Schrott, wo mal nicht der Master Chief war, war ich eher enttäuscht. Aber Halo 2 war ganz gut. Und Halo 3, glaube ich, habe ich nie gespielt. Ich weiß es nicht. Counter-Strike 1, Anthology mit Deleted Scenes und sowas alles. Ach, das waren noch schöne ESL-Zeiten. Ach ja, wo man noch so schön im Pro-Style gespielt hat. Battlefield 2, ein geiles Spiel, Leute. Commander-Modus, irgendwo in der Ecke hängen, Artillerie draufkloppen, los geht's. Ja, hier hat es noch Spaß gemacht, den Heli zu fliegen oder sonst wie. Battlefield 2 ist definitiv ein Kaufgrund wert, weil es ist nicht so leicht wie Battlefield 3. Hier haben die Jets wenigstens noch Munition, die Panzer mussten Munition nachladen, alles. Und das macht sau viel Laune. Es ist grafisch nicht mehr schön, aber es macht hammer viel Spaß. Scheiß auf die Grafik, Hauptsache das Gameplay ist geil. Und das findet ihr definitiv in Battlefield 2. Hundertprozentig. Ich will euch hier nichts verkaufen, aber ich sag's euch. Das ist ein Spiel, was sich definitiv lohnt. Burnout Paradise. Ja, grafisch-technisch ganz geil, aber irgendwie keine Ahnung. Ich habe lange gezockt, aber ich konnte mich irgendwie nicht damit ganz befreunden. Avatar: Aufruhr nach Pandora, der geilste Film auf dieser Welt bis jetzt. Ich freue mich auf jeden Fall auf den zweiten Teil, 18 Mal im 3D und 12 Mal im Extended 3D. Geiler Film, hat mir auf jeden Fall gefallen. Black and White 2, wenn ihr Gott spielen wollt, kauft euch dieses Spiel. Hammergeil gemacht. Ich weiß nicht, ob es davon Multiplayer gibt. Wenn ja, würde ich es mir sofort kaufen, das Addon. Und ja, macht Spaß, auf jeden Fall mal zu entscheiden, ob ihr stirbt oder nicht. Medal of Honor Tier 1 Edition. Ja, viele haben hier gesagt, hier ist die Medal of Honor-Reihe schon gestorben. Hier fand ich es eigentlich noch sehr gut. Soundtechnisch okay, Bradley Panzer war drin, Action war definitiv immer da bei Rush-Modus, aber leider auch Cheater verseucht. Na ja, da oben seht ihr ja den Battlefield 3 Beta-Key, den ich bis heute nie nie bekommen hatte. Okay, jetzt ist die Beta wahrscheinlich nicht mehr da, wahrscheinlich, inoffiziell ist er wahrscheinlich noch da, so verbuggt wie das Spiel ist. Naja. Dann kommen wir zum Spiel, was ich auf der IFA, also Internationalen Funkausstellung, bekommen habe. Santa Claus 2. Das Spiel habe ich nicht mal ausgepackt. Ich weiß es nicht, was ich damit machen soll. Ja. Call of Duty 2. Ein geiles Spiel. Sniper-Duells immer gemacht. Also hier Sniper-Maps und Spiel würde ich jetzt mal wieder installieren und mal wieder spielen. Falls ihr Bock habt auf so ein Sniper-Gameplay, schreibt es in die Kommentare. In COD4 gibt es nämlich auch sowas. Das mache ich da nämlich auch gerne. Das habe ich aber auch leider nur den CD-Key. Ach ja, unser I. Wie heißt der? Alter, ihr Ibn Lahat oder so ein Scheiß. Ja. Assassin's Creed 1 mit unserem Freund. Und ja, war ein schönes Spiel, aber sein Charakter hat mir überhaupt nicht gefallen. Naja, war trotzdem schönes Spiel. Counter-Strike Source. Och ja, das waren auch noch Zeiten. Das war sehr schön. Leute, die alten Zeiten waren echt noch die geilsten. Spiele, wo man modden konnte und wo man verschiedene Mods spielen konnte, um das Spiel auch am Leben zu halten. Und das machen diese alten Spiele einfach her. Ja. Nicht so wie Battlefield 3 oder Call of Duty. Game Tuner, wofür habe ich mir das gekauft? Ich weiß es nicht, das ist eigentlich völlig sinnlos. Naja, Spore Labor, ach ja, das fand ich so scheiße von EA. Ich habe es mir gekauft und ich dachte eigentlich, dass man ja da auch spielen kann. Ich wollte das Spiel mal ausprobieren, aber irgendwie habe ich das nie gemacht, weil das ist nur so zum Bauen. Bulletstorm, ein geiles Spiel, was natürlich nur Uncut Sinn macht. Von Epic Games, Unreal Engine, sowieso meine Lieblingsengine. Und das macht auf, das ist auf jeden Fall ein richtig geiles Spiel, habe ich mal geschenkt bekommen von der APB Community. Da habe ich im Gewinnspiel gewonnen und habe dieses Spiel gekriegt und bin eigentlich damit zufrieden. Online zockt es leider keiner mehr auf dem PC. Auf Konsole noch ganz viele, aber nicht mehr auf dem PC. Dann
Portal 2 habe ich mir gekauft, habe ich bis jetzt auch nur zweimal durchgespielt und ein Koop, ja, nicht so oft. Naja. Keine Ahnung. Dann kommen wir zum Wii-Titel. Ja, ich habe auch meine Wii besitzt. Links Crossbow Training zum Wii Zapper, den habe ich leider nicht hier, der liegt bei meinem Stiefvater. Aber gutes Spiel auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall was drin. Windows Vista, naja. So, gucken wir hier noch ein bisschen rum. Hier sehen wir jede Menge PlayStation Network Karten. Ja, von meiner komischen PlayStation, die ich mal hatte. Da oben sehen wir eine Blu-ray. Das war, wie heißt der Film? Davon gibt es Spiel. Dead Space, genau. Dead Space Dawnfall. Na sag mal. Und ja, was haben wir hier noch? Red Dead Redemption, das hat meine PlayStation zerfressen, das Spiel. Das war auch der Grund, warum ich die weggegeben habe. Ja, mehr Spiele gibt's hier eigentlich nicht. Was haben wir hier? Hier fallen meine ganzen Bücher runter. Stronghold 2, oh, cooles Spiel. Ja, sonst gibt's hier eigentlich so gar nichts von mir aus zu sagen. Jetzt kommt noch ein kleiner. Ja, ein kleiner Ausschnitt aus dem neuen Remix. Das Lied gefällt mir extrem, Leute. Und ja, falls ihr Bock habt, irgendwie mal ein bisschen mehr zu erfahren, Livestream oder so, geht doch auf meine Facebook-Page. Einige haben schon den Weg gefunden. Dazu kriegt ihr erstmal einen Daumen nach oben. Und ja, ihr findet Bilder oder ihr könnt euch mit mir unterhalten oder so, falls ihr wollt. Und ja, also Leute, denn. See you next in the video. Haut da rein und guckt die anderen. Ciao! First we thought the baths was so really, really sweet. A new friend to have, and it seemed like such a treat. She's just a bully from the east.